Weil auf dieser Folie haben wir lauter schöne, positive Antworten. Ja? Also diese Fragen, die wir uns ja, jetzt stellen werden, bei allen Sprachtypen, also Typ 3, 2, 1, 0, konnten wir hier alle mit Ja beantworten bei den regulären Sprachen. Ja? Also insbesondere die wichtigste Frage, das Wortproblem ist entscheidbar. Und auch diese anderen Fragen konnten wir mit Ja beantworten. Und bei diesen Abschlusseigenschaften, also wenn ich zwei reguläre Sprachen habe, ist die Vereinigung von den beiden Sprachen noch regulär, wurde mit Ja beantwortet. Und genauso der Durchschnitt von zwei regulären Sprachen ist regulär, Komplement. Dann die Produktbildung, also Produktbildung ist die Menge aller Worte, die ich erzeugen kann, indem ich eins aus der ersten Sprache nehme, eins aus der zweiten Sprache und die einfach aneinander hängen. Auch das ist noch immer noch eine reguläre Sprache. Und die klinische Hülle, also Sternbildung, ist eben auch noch regulär. Okay, dann kontextfreie Sprachen. Da haben wir schon angefangen, genau. Ja, wir werden sehen später im nächsten Kapitel, dass die von Kellerautomaten akzeptiert werden. Okay, genau. Dann haben wir uns sofort die Chomsky-Normalform überlegt. Das heißt, wir können eigentlich Grammatikregeln für kontextfreie Sprachen noch stark weiter einschränken, indem wir nur solche Regeln erlauben. Also A Pfeil Sigma, das heißt, aus einer Variable nur eine Konstante ableiten oder eben solche binäre Verzweigungen. Ja? So, und damit haben dann, sorry, was haben wir hier? Genau, erstens, also es lässt sich jede kontextfreie Sprache in die Chomsky-Normalform überführen und wir haben uns auch ein Verfahren angeschaut, mit dem wir das tun können, das am Beispiel angeschaut und ganz wichtig, hier sieht man es sehr schön, die Syntaxbäume bei einer Chomsky-Normalformgrammatik, das sind dann Binärbäume. Ja? Und das ist ganz wichtig, das werden wir nämlich brauchen für unseren CYK-Algorithmus, den wir heute anschauen. Okay, dann gibt es noch die Backus-Naur-Form, das ist einfach eine andere Darstellung für kontextfreie Grammatiken. Beispiel haben wir uns angeschaut, dann gibt es noch ein Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen, das haben wir weggelassen. Ja. Genau, und jetzt kommen wir zu der ganz wichtigen Frage, nämlich Wortproblem für kontextfreie Sprachen. Wie lässt sich das lösen? Ups, sorry. Da will noch jemand rein. So, da werden wir uns jetzt eben diesen CYK-Algorithmus anschauen. Der wurde erfunden von Koke, Younger und Kasumi. Drei verschiedene Forscher aus drei verschiedenen Kontinenten. Die haben quasi unabhängig voneinander parallel den Algorithmus erfunden. Ja. Genau, so, also. Der basiert jetzt auf diesen beiden Beobachtungen. Ja? Und zwar, wenn sich ein Non-Terminal A aus einem Non-Terminal, also aus einer Variable A, ein Wort Omega ableiten lässt, das aus einem einzelnen Terminalzeichen Sigma besteht, naja, dann muss offenbar so eine Regel A Pfeil Sigma existieren. Ja? Und also wir gehen jetzt ja aus davon, dass wir unsere kontextfreie Grammatik in Chomsky-Normalform darstellen können. Ja? Und wenn wir in Chomsky-Normalform sind, dann gibt es nur solche Regeln oder eben solche Regeln, die binär verzweigen. Ja, ja, genau. Also wenn das Wort die Länge 1 hat,
dann lässt sich natürlich das Wortproblem immer so entscheiden. Das ist ganz klar. Wenn ich ein Wort habe, das nur aus einem Zeichen besteht, dann muss das so entstanden sein. Anders kann es nicht sein. Ja? So, wenn jetzt das Wort aus mehreren Zeichen besteht, also die Länge größer gleich 2 ist, dann kann das aus einer Startvariable nur so entstanden sein, dass ich irgendwann einmal solche Verzweigungsregeln angewendet habe. Ja? So, das heißt, also wenn das jetzt aus vielen Zeichen besteht, dann gibt es eine Zahl k zwischen 1 und n, sodass sich die, also eine Anfangssequenz Sigma 1 bis Sigma k quasi aus b, also das Wort muss entstanden sein durch mindestens einmal Anwendung von so einer Verzweigungsregel. Und dann gibt es ein Anfangsstück, das aus b entstanden ist, und ein Endstück, der Rest eben, das aus c entstanden ist. Ja? So, und dann lässt sich das Gesamtwort aus a ableiten. Ja? Das ist die Idee. Okay, so. Wir stellen uns jetzt vor, hier ein Beispiel, ein Syntaxbaum für ein Wort, zum Beispiel AA, BB, AA. Ja? Und wir sehen ja sofort lauter binäre Verzweigungen, das ist ja auch das Beispiel, was wir schon hatten. Das heißt, wir haben eine Chomsky-Normalformgrammatik. So. Und dieser Syntaxbaum, der lässt sich jetzt auch ganz leicht modifiziert so darstellen. Das ist jetzt ganz wichtig. Und zwar, weil wir immer binäre Verzweigungen haben. Ja, also nur zweifache Verzweigungen lässt sich der Syntaxbaum in so einer Dreiecksform darstellen. Also ich starte mit S und jetzt habe ich eine zweifache Verzweigung. Einmal zu S2, dann wieder zweifach verzweigt, dann nochmal zweifach verzweigt und hier nochmal. Und da das A, und das ist jetzt interessant, also diese Verzweigung zu dem A, Sie sehen ja, da kommt jetzt hier eine Ebene weniger als da drüben. Und deswegen gehen wir hier sofort auch praktisch doppelt so weit runter wie hier zu dem S2. Ja? Und wir lassen quasi in dieser Ebene, wir haben ja hier so eine Dreiecksmatrix, ja? Wir lassen hier eine Ebene aus, wir lassen auch hier eine Ebene aus, weil wenn wir das nicht tun würden, dann hätten wir, ja, dann müssten wir hier, na gut, das könnten wir auch machen, wir könnten hier S2 hinschreiben und dann müssten wir hier runtergehen, aber wir müssten hier dann quasi um 2 nach rechts. Was wir jetzt hier haben, sind quasi diagonale Äste. Ja, wir gehen wirklich diagonal schräg runter. Wenn wir das S2 hier hätten, dann müsste man da so einen Rösselsprung machen darüber. Und das wollen wir nicht erlauben. Wir wollen quasi im Folgenden, dass unsere Bäume entweder hier, also die Äste, die gehen hier senkrecht runter oder diagonal rüber. Ja? Und wenn wir das wollen, dann ist klar, weil hier unten haben wir ja 6 Blattknoten, dann müssen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen auch nach oben gehen. Und deswegen müssen wir hier quasi Ebenen auslassen, damit das Ganze diagonal funktioniert. Das ist ja klar. Wenn wir hier die Breite 6 haben, dann müssen wir am Ende hier auf die Höhe 6 kommen, damit das diagonal geht. Ja? Aber da die Tiefe von unserem Baum ja hier nur 1, 2, 3, 4 beträgt, müssen wir zweimal je eine Ebene hier auslassen. Das ist die Idee. Ja. So. Und jetzt gehen wir her, machen wir die nächste Form der Darstellung. Jetzt vertauschen wir hier oben und unten. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja. Und warum vertauschen wir oben und unten? Ist auch ganz einfach. Und bisher haben wir nur geredet über die Ableitung eines Worts aus einer Startvariablen. Das haben wir ja hier in dem Syntaxbaum. Aber wir wollen ja hier jetzt das umgekehrte Problem lösen. Das ist wichtig. Und ich meine, das umgekehrte Problem ist nicht so trivial als die Ableitungsaufgabe. Ich meine, Ableitung
Ich starte mit dem Startsymbol und wende halt Grammatikregeln an und gucke, was dann irgendwann rauskommt als Wort. Aber das umgekehrte Problem ist ja das. Gegeben ist ein Wort und jetzt möchte ich wissen, gibt es eine Ableitungssequenz, die mit dem Startsymbol startet und das gegebene Wort ableiten kann. Und das ist ja jetzt eine Suchaufgabe. Ich muss aus der Menge aller Ableitungssequenzen eine finden, die das Wort erzeugt. Das ist eine Suchaufgabe. So. Aber also ich denke, bis hierher ist soweit klar. Ja? Also, Syntaxbaum binär verzweigend. Weil der binär verzweigend ist, können wir den auch so in der Dreiecksform darstellen. Und wichtig, in unserer Dreiecksform erlauben wir nur senkrechte und diagonale Äste und deswegen müssen wir da solche Zwischenebenen einführen. Und jetzt stellen wir das Ganze andersrum dar und jetzt sind wir schon fast bei unserem CYK-Algorithmus, der das Wortproblem entscheidet. So, was machen wir? Wir werden hier oben anfangen. Also wir schreiben jetzt in der obersten Zeile von unserer Dreiecksmatrix einfach das Wort hin, ja, das abgeleitet werden soll. Ja. Oder das Wort, für das wir die Frage stellen, gehört zur Sprache. Das schreiben wir hin und damit sehen wir schon, unsere Dreiecksmatrix, die Breite von dieser Dreiecksmatrix ist natürlich genauso groß wie die Länge von unserem Wort. Ja. Und die Tiefe, die wird dann um 1 größer sein. Ja, weil wir ja diese Ebene, also wir haben das hier, ist tatsächlich das Dreieck und diese Ebene haben wir noch mehr. Ja. Genau. So. Und jetzt schauen wir uns das an diesem Beispiel an. Und zwar, wir haben eine ganz einfache Grammatik gegeben, das ist ja ganz wichtig, das ist der Ausgangspunkt. Also S-Pfeil AB oder AC, C-Pfeil SB, lauter binär verzweigende Regeln und dann noch unsere Terminierungsregeln. So, und wir starten mit diesem Wort AABB. Das schreiben wir jetzt hin, so in einer Zeile. Und jetzt geht's los. Der erste Schritt, quasi der Terminierungsschritt, der ist ganz simpel. Ich meine, das ist klar, in einer Chomsky-Normalform-Grammatik können die Konstanten ja nur abgeleitet worden sein durch solche Regeln. Ja? Also, dann schauen wir, was für Regeln gibt es, mit denen ich klein a ableiten kann. Naja, hier haben wir bloß eine und deswegen schreiben wir hier quasi jetzt diesen Schritt groß a Pfeil klein a einfach so hin und groß Pfeil b klein b schreiben wir auch so hin. Ja? So, und dann schreiben wir in der nächsten Zeile in das entsprechende Feld die Variable rein. So, ich muss gleich dazu sagen, das ist das Beispiel aus dem Hoffmann-Buch. Das finde ich nicht so ganz optimal gelungen, ja? Weil das fast ein bisschen zu einfach ist. Also da könnte man, wenn man das Beispiel anschaut, auf einen falschen Pfad kommen und denken, der CYK-Algorithmus hat, der ist ja super trivial. Ja? Das Geniale an dem CYK-Algorithmus ist das, dass der quasi, ich meine, wir machen ja rückwärts, ausgehend von dem Wort, eine Suche. Wir suchen, gibt es eine Ableitung, gibt es in der Menge aller ganz vielen möglichen Ableitungen, oder, ja, also gibt es in diesem Suchbaum, den ich da habe, tatsächlich eine Ableitung. Und hier sieht es ja voll deterministisch aus, da gibt es keine Verzweigungen. Und deswegen, ich mache vielleicht hier die Grammatik einmal ein bisschen komplexer. Und zwar, naja, wir könnten ja noch zum Beispiel hinschreiben,
C-Pfeil A als weitere Regel. So. Wenn wir so eine Regel noch hätten, C-Pfeil A, dann würde nämlich unser CYK-Algorithmus Folgendes machen. Der würde hier nicht nur A reinschreiben, sondern auch noch C. Also A, C. Und da auch noch Komma C. Ja? Weil wir haben zwei Möglichkeiten. Wir haben zwei Möglichkeiten, hier nach klein a zu kommen. Von A aus oder von C aus. Und hier auch von A oder von C aus. Ja? Also wichtig, in diese Kästchen kann nicht nur eine Variable reingeschrieben werden, sondern da können sehr viele drinstehen. Nämlich, wir schauen einfach, wie können wir zu klein a kommen. Ja, von groß A oder von groß C. Also würden wir hier groß C auch noch einschreiben. Okay, ich meine, da bei B gibt es keine Alternativen. So, jetzt sind wir hier angekommen. Und jetzt überlegen wir uns, was wir, also wie wir jetzt diese, quasi diese Zeichenkette ableiten können. Ja? Und da fangen wir jetzt hier an und überlegen uns, also welche Regel habe ich, binär verzweigende Regel, mit der ich als erstes Zeichen ein A ableiten kann. Naja, da haben wir nur diese beiden Regeln, S-Pfeil AB und S-Pfeil AC. Ja? Ja, genau. Und dadurch, dass wir jetzt diese zusätzliche Regel haben, wird es schon wieder interessanter. Ja? Lassen wir die für einen Moment mal kurz weg. Also wir nehmen jetzt an, da würde kein C drin stehen. Dann können wir nur S-Pfeil A und ein C steht hier nirgends. Also müssen wir das C irgendwo weiter oben hinschreiben. Zum Beispiel hier. Ja? Und jetzt interessant ist jetzt auch, also es würde wenig Sinn machen, ich male das jetzt mal rein mit einer anderen Farbe, es würde relativ wenig Sinn machen, sowas hinzuschreiben. S-Pfeil A C, wenn da oben jetzt kein C drin stehen würde. Und so wie wir es jetzt haben, würde das Sinn machen. S-Pfeil A und C. Wunderbar. Ja? Und dann müsste das halt hier unten noch irgendwie weitergehen. Wenn, ja, jetzt wischen wir mal alles wieder raus. Machen wir die Regel weg und lassen es so, damit es nicht zu verwirrend wird. Also hier macht es jetzt wenig Sinn, sowas hinzu. S-Pfeil A. Weil hier geht nichts. Also das wäre, da würde ja nur eine Regel S-Pfeil AA funktionieren. Die haben wir aber nicht. Ja? So. Das heißt, wir könnten allenfalls S-Pfeil AC sowas haben. Ja? Das wäre denkbar. Aber das bringt hier ja auch nichts, weil dann könnte man hier irgendwie sowas weitermachen, aber wir würden das letzte Zeichen da hinten, das würden wir auch nie herleiten können. Ja? Weil wir müssten dann irgendwie noch eine Regel haben, S-Pfeil S, ja, und zwar das müsste bis hierher gehen. Und das geht auch nicht, weil also der Pfeil bis hierher, der würde ja dann hier die Variable übergehen. Das heißt, wir bräuchten die Regel S-Pfeil Variable S und Konstante klein b, wenn der Pfeil bis praktisch ja, bis hierher ginge. Ja? Und das geht nicht. Solche Regeln sind nicht erlaubt. Das heißt, wir bräuchten hier eine Regel S-Pfeil Groß S und dann zu diesem Groß b. Ach so, ja doch, halt das würde noch gehen, aber da wir so eine Regel nicht haben, geht es natürlich auch nicht. Okay. So. Also das heißt,
Hier, jetzt hier ein großes S reinzuschreiben, macht überhaupt keinen Sinn. Hier ein großes S reinzuschreiben, macht auch keinen Sinn, weil wir ja ein Wort der Länge 4 ableiten müssen. Das heißt, das Einzige, was Sinn macht, ist hier ein großes S reinzuschreiben und da das A und da das groß C. Ja? Und ja, genau. Also tatsächlich läuft der Algorithmus über die Ebenen. Also das haben wir ja schon aufgefüllt und jetzt überlegen wir, gibt es was, das wir hier reinschreiben können? S-Pfeil AA gibt es nicht. Gibt so eine Regel gibt es nicht. Aber hier gibt es eine Regel S-Pfeil AB und deswegen können wir die so reinschreiben. Ja? So, hier gibt es nichts, irgendwas Pfeil BB, schreiben wir also nichts rein. So. Damit sind wir mit der Ebene fertig und jetzt schauen wir hier. Gibt es eine Regel S-Pfeil AS? Gibt es nicht. Genau, und dann überlegen wir hier. Und hier haben wir jetzt mehrere Alternativen. Wir können zum Beispiel schauen, gibt es eine Regel mit A und... Wie ist das? Wir könnten schauen, eine Regel, die hier direkt hochgeht zum A und hierher mit einer anderen Variable B. Wie ist denn das? Ach so, ja, hier steht aber nichts drin. Hier, das Feld ist ja leer, deswegen macht es keinen Sinn. Also jetzt eine Regel hier A zu haben und dahin, da haben wir ja noch keine Variable drinstehen, macht also keinen Sinn. Ja? Das heißt, wir können bloß schauen nach einer Regel C, also oder irgendeine Variable, Pfeil S und dann da ganz hoch nach B. Ja? Wir könnten natürlich auch uns überlegen, ob wir hier sowas reinschreiben, praktisch C, Pfeil S und hier B. Ja, dann müsste hier aber ein B drin stehen. Aber erstens steht hier kein B drin und zweitens bräuchte man dann hier wieder eine Verzweigung. Ja, aber da haben wir ja auch nichts. Okay. Also das Wichtige ist, also das möchte ich hier eigentlich klar machen. Wir können hier immer nur 1 hoch oder 2 rüber. Ja? Genauso hier, genau. Ja? Oder wir gehen hier 2 hoch und da 1 hoch. Aber zum Beispiel, was überhaupt keinen Sinn macht, ist von dem C hier 2 Ebenen hoch und da 2 Ebenen hoch. Warum macht denn das keinen Sinn? Warum macht es keinen Sinn, so ein Pfeil zum Beispiel, sowas, so eine Regel hier anzuwenden? Die wäre völlig unsinnig. Genau, weil wir da gar nie hinkommen würden. An dieses B dazwischen. Ja? Und deswegen, wenn wir hier 2 Ebenen hochgehen, dann dürfen wir da bloß eine hoch, weil dann können wir dieses B wieder erreichen über eine binäre Regel. Oder wir gehen hier 1 hoch und da 2, weil dann können wir so das B erreichen. Und so machen wir es tatsächlich auch. Ja? So, das werden wir nämlich dann im Algorithmus gleich sehen. Also wichtig, es gibt keine quasi symmetrischen Regeln, wo ich links 2 Ebenen hochgehe und rechts 2 Ebenen. Die gibt es überhaupt nicht. Ja? An der Stelle. Ja? Sondern es muss praktisch so sein, hier geht es eine Ebene hoch und da geht es 2 Ebenen hoch. Oder hier 2 und da eine. Das heißt, die Summe von der Zahl der Ebenen, die muss immer einen bestimmten Wert haben. Ja? Und zwar, hier haben wir j gleich 3, dann muss die Summe immer 3 sein. Also 1 plus 1, 2 oder 2 plus 1. Ja? So. Und wenn wir hier unten sind jetzt, da ist es auch so, die Summe aus der Zahl der Ebenen muss immer 4 sein. 1, 2, 3 plus 1 macht 4. Ja?
Genau. Also, das heißt, wenn wir jetzt hier unten sind, dann fangen wir wieder hier an und schauen, gibt es eine Regel, bei der ich hier ein A ableiten kann und dann das, was hier steht, nämlich ein C, und die haben wir tatsächlich. Oder, aber wir schauen auch nach den Alternativen, gibt es eine Regel, bei der ich zum Beispiel hier gehen würde, aber da haben wir ja gar nichts, das heißt, macht keinen Sinn, und dann da zwei Ebenen hoch. Oder hierher und dann drei Ebenen. So, ja gut. Und jetzt sind wir fertig und können sagen, das Wort gehört zur Sprache, und zwar deswegen, weil wir ganz unten angekommen sind in unserem Dreieck, und das müssen wir. Wir müssen ganz unten ankommen im Dreieck, und außerdem hier das Startsymbol steht. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir sagen, das Wort gehört zur Sprache. So, jetzt schauen wir hier ein anderes Wort an, das hier, A, B, B, B. Das gehört nämlich nicht zur Sprache. Und wenn wir da jetzt anfangen, eine Ableitung, ich meine, der Schritt ist noch klar trivial, also für die letzte Ebene, A, B, B, B. Ja? So, und jetzt haben wir hier eine Regel S-Pfeil A, B. Klar. Da haben wir nichts. BB, da haben wir auch nichts. BB. Und dann hier in der nächsten Ebene, also hier einen Schritt hoch und da zwei Schritte. C-Pfeil SB. Haben wir eine Regel? Da haben wir gar nichts Passendes, weil wir bräuchten ja irgendwie Regeln. Zum Beispiel BB oder so. Moment, wie ist das? Nein, wir können hier nur 2 oder 1. Haben wir nichts? Oder 1 und 2, da haben wir jeweils nichts. Also können wir da gar nichts reinschreiben. Genau. Und damit können, und ja, wie schaut es hier aus? Wir könnten natürlich hier jetzt noch eine Regel haben, irgendwas Pfeil C und B, aber haben wir keine Regel. Also können wir hier gar nichts reinschreiben. Das heißt, unser Baum würde hier starten, aber macht keinen Sinn, weil dieses B können wir nie herleiten. Und damit gehört das Wort nicht zur Sprache, weil wir nicht hier ganz unten links mit dem Startsymbol gestartet sind. Ja, gut. So. Aber jetzt, da dieser Algorithmus so wichtig ist, schauen wir uns noch den Algorithmus an. Aber das müssen wir gleichzeitig, jetzt müssen wir schnell hier diese Ableitung an die Tafel malen. Genau, also wir haben A, A, B, B, Groß A, Groß A, Groß B, Groß B, und dann haben wir hier S, A, B, C, S, B, genau, und dann haben wir da S, A, C, und jetzt tun wir auch noch die Ebenen sauber markieren. Ja, und zwar I gleich 1, 2, 3, 4 und J gleich 1, 2, 3, Moment, halt, stimmt nicht, genau, das J fängt erst 1 weiter unten an. J gleich 1, 2, 3, 4. Genau. So sieht das Bild aus. So sieht es aus, genau, das gehört noch dazu, jawohl.
Okay, so, jetzt schauen wir uns mal den Source Code an von unserem CYK-Algorithmus. Also CYK-Algorithmus, Eingabe ist klar, wir brauchen eine Grammatik. Und zwar das Wichtige sind natürlich die Grammatikregeln. Ja? Also P, die Menge der Produktionsregeln, die Menge der Variablen und die Menge der Konstanten, das ist alles wichtig. Und auch das Startsymbol, also das muss er wirklich alles wissen. Ja? Dann natürlich die zweite Eingabe ist ein fest vorgegebenes Wort, Sigma 1 bis Sigma n. Und Ausgabe true, wenn das Wort aus der entsprechenden Sprache stammt. Ja? So, also hier geht's los, CYK von G, also Grammatik und Wort. Und jetzt haben wir, das ist noch der triviale Teil, und zwar geht es hier um diese erste Zeile. Das ist die erste Zeile, J gleich 1. Ja? Also, und zwar vor I gleich 1 bis N, also wir lassen das I laufen über die Wortlänge von links nach rechts. Und jetzt, ganz wichtig, wir haben jetzt so eine Matrix CYK von I, J. Also hier werden Sie sehen, I, J. Und zwar I ist jetzt hier der Spaltenindex, das ist ein bisschen blöd, weil in der Mathematik ist ja gerade immer umgekehrt. Der erste Index ist der Zeilenindex, okay, da müssen wir jetzt also umdenken. Der erste Index I ist der Spaltenindex, der läuft von links nach rechts. Ja? Also wir laufen hier von links nach rechts einmal durch, und zwar wir sind in der ersten Zeile. Ja? CYK von I ist gleich, und jetzt, Menge aller A, also die Menge aller Grammatikvariablen groß A, und das ist wichtig, dieses A hier entspricht jetzt nicht dem A hier, ja, sondern das ist eine Metavariable. Das ist eine Laufvariable, die über alle Grammatikvariablen läuft. Also die Menge aller Variablen A mit der Eigenschaft A-Pfeil Sigma I aus P. Also das Teil hier muss eine Grammatikregel, also eine der Produktionsregeln aus P sein. Ja? Also, und man sieht übrigens, man sieht jetzt hier sofort, da steht eine Menge. Das heißt, dieses entsprechende Matrixelement ist eine Menge von Grammatikvariablen. Also streng genommen muss ich jetzt hier eine Mengenklammer hinschreiben. Das ist die Menge mit dem Element A. Und in dieser Menge kann auch eben mehr als eine Variable drinstehen, habe ich vorhin schon gesagt. Ja? Und zwar, was schreiben wir da rein? Da schreiben wir rein die Menge aller Variablen, aus denen ich Sigma I, also für I gleich 1 zum Beispiel, hier für I gleich 1, schreiben wir rein die Menge aller Variablen, aus denen ich dieses kleine a herleiten kann. Ja? Und da schreiben wir rein die Menge aller Variablen, aus denen ich hier das kleine a und hier das kleine b und da nochmal. Also, das ist die Schleife, die hier jetzt über die Zeile läuft. So. Und jetzt für die restlichen Zeilen, da wird es ein bisschen komplexer. Sie sehen, da haben wir gleich drei geschachtelte Vorschleifen, nicht nur zwei, sondern drei. Gut, fangen wir mal schön langsam an. Also erst einmal diese äußere Schleife vor J gleich 2 bis N. Naja, J, sehen wir, das ist jetzt hier der Zeilenindex. Ja? Also ist klar, ich meine, jetzt brauchen wir natürlich eine Schleife, die über alle restlichen Zeilen, nämlich 2, 3 und 4 läuft, zum Beispiel. Ja? Das ist die Schleife hier. So, dann kommt wieder die I-Schleife wieder oben. Das heißt, wenn ich jetzt in der Zeile J gleich 2 bin, dann läuft das I hier über die Zeile. Genauso wie oben. Wir laufen hier über die Zeile. So. Und jetzt kommt aber noch, genau, und dann tun wir erst einmal CYK von I, J gleich leer setzen. Das heißt, erst einmal wird jedes Matrixelement auf die leere Menge gesetzt. Also erst einmal steht da nichts drin. Ja? So, und jetzt haben wir noch eine weitere innere Schleife vor k gleich 1, k kleiner j. Also j, wir sind hier bei j gleich 2. Also wir stehen hier bei j gleich 2.
ja, J gleich 2. Und jetzt haben wir noch eine innere Schleife K gleich 1 bis J minus 1. Also K gleich 1, ja, genau. Und zwar diese Schleife K, ja, schauen wir kurz mal an, was die macht. CYK von I, J, also das ist das Element, das IJ-Element. Da wollen wir jetzt was reinschreiben, um das geht es jetzt hier. Jetzt geht es um die Frage, was schreiben wir rein in dieses IJ-Element. Naja, das ist, wir nehmen erst einmal das, was da schon drin stand. Im ersten Schritt war da die leere Menge, vereinigt mit die Menge aller A, also aller Grammatikvariablen, für die es so eine verzweigende Regel gibt, A Pfeil B C, wobei, wichtig jetzt, das B kann stehen in C, Y, K von I und K. Also in das IJ-Element schreiben wir ein A rein, wenn es eine Regel gibt, derart, dass das erste, also der linke Nachfolger, in IK war. Und wir sind bei K gleich 1. Also, wir sind hier an dem Element. Und jetzt haben wir K gleich 1. Das heißt, wir schauen uns an CYK von 1,1. Also hier. Das heißt, der linke Nachfolger, das ist das B, müsste hier drin stehen. Also merken wir uns. Jetzt nehmen wir mal eine Farbe. Jetzt brauchen wir Farbe. Also, wir stehen tatsächlich hier. Wichtig. Ja? Wir wollen hier was reinschreiben. Und der linke Nachfolger wäre dieses Element. So, das merken wir uns. Und jetzt schauen wir, wo der rechte Nachfolger sein könnte. Der muss sein im Element C, also das, dieses C muss sein im Element C, Y und K von I plus K, J minus K. Also, das haben wir auch noch nicht notiert. Also wir sind im Moment bei I gleich 1, J gleich 2 und K gleich 1. Das heißt, jetzt können wir ausrechnen. Also I gleich 1, I plus K macht 2. CYK von 2, und jetzt haben wir J minus K, J gleich 2 minus 1 gibt 1. Also da haben wir 2 und da haben wir 1 stehen. Ja? Also merken wir uns das. Es geht jetzt um CYK von 2 und 1. So, 2, 1, das heißt, es geht hier hin. Wir müssen jetzt also anschauen, den hier. So. Also haben wir so eine Regel, die hier AA erzeugt. Die gibt es nicht. Also schreiben wir da nichts rein. Und tatsächlich haben wir die K-Schleife schon komplett durchlaufen, weil die läuft von K gleich 1 bis K kleiner J. Und was haben wir? J gleich 2, also von 1 bis 1 läuft die. Also die ist praktisch jetzt hier langweilig, die Schleife. Ist klar, wir können, ist klar, ich meine, wir können hier nur so verzweigen. So. Jetzt lassen wir natürlich diese I-Schleife um 1 weiterlaufen, dann sind wir hier, aber es ist genauso langweilig. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt nicht an, sondern wir gehen jetzt einmal hierher. Wir nehmen also I gleich 1 und J gleich 3. Also wir sind hier schon bei im nächsten Durchlauf J gleich 3. Und I gleich 1. Das heißt, wir sind hier. Wir sind jetzt hier. Also machen wir hier mal die Farbe wieder weg. Jetzt stehen wir hier.
Und wir notieren uns, wie unsere Indizes aussehen. Und zwar, wir haben jetzt immer noch I gleich 1, J gleich 3 und das K läuft jetzt von 1 bis 2. Also, jetzt müssen wir K gleich 1 und 2 betrachten. Ah, 3, klar. J gleich 3. Und K gleich 1 und 2 müssen wir betrachten. So. Also, wir stehen hier. Und jetzt schauen wir uns den Source Code nochmal an. C, Y, K von I, J. Also von, wir setzen C, Y, K 1, 3 ist gleich. So, und zwar, wir nehmen das, was wir schon hatten, die leere Menge vereinigt mit der Menge aller Variablen, für die der linke Nachfolger in C, Y, K von I, K sein muss. Also für K gleich 1. Für K gleich 1 muss das in I, 1 sein. Das heißt hier drin. Ja? Also das machen wir jetzt mal grün. Wir nehmen das hier, wir betrachten das. Und jetzt das zweite, dieses C hier, muss sein in I plus K, J minus K. Also in, jetzt was haben wir? 1 plus 1 macht 2, also C, Y, K von 2. Also C, Y, K von 2 und J minus K. J war 3 und K 1. 3 minus 1 macht 2. C, Y, K von 2, 2. Und wo ist das? Das ist hier. Ja? Das heißt, wir würden jetzt eine Regel brauchen, die irgendwie so aussieht. AS auf der rechten Seite hat. Ja? Und wenn wir unsere Grammatik anschauen, da gibt es keine Regel AS auf der rechten Seite. Das heißt, erst einmal können wir da nichts reinschreiben. So, aber jetzt müssen wir noch betrachten K gleich 2. Und für K gleich 2, ich tue es jetzt ein bisschen beschleunigen, da betrachten wir, ich mache es mal gestrichelt, nämlich das hier und das Element. Genau, also das, die Regel würde jetzt so aussehen. Ja? Das wäre auch noch möglich. Das wäre eine Möglichkeit, aber wir sehen, da steht schon gar nichts drin. Also brauchen wir das, gibt es ja auch keine Regel. Warum wäre das jetzt noch eine interessante Alternative? Ja, weil unser Baum könnte ja jetzt so aussehen, der geht zwar hier zu den Blattknoten, die Frage ist, wie können wir dann das A erreichen? Ja, ist klar, so. Über so eine Regel. Das wäre also noch möglich. Okay, aber wir schreiben eben hier jetzt nichts rein. Und, ja gut. Und dann hier, da sind wir jetzt dann bei I gleich 2. Sollen wir das noch kurz betrachten? Genau, das machen wir noch kurz. Also, wir haben I gleich 2 und J gleich 3. I gleich 2, J gleich 3. Das heißt, C, Y, K von 2, 3 betrachten wir jetzt. Und das K läuft von, was haben wir gesagt? K läuft von 1 bis kleiner als J. Ja, ändert sich nichts. K läuft gleich wieder vor. Ja? So, vielleicht sollten wir da hier unsere Farben wieder rauswischen.
da haben wir das S drin, müssen wir aufpassen. So, also da steht S. Ja, also die Pfeile hier, die können wir ruhig auch rauslassen, die sind nicht wichtig, sondern tatsächlich unser Algorithmus, der füllt uns ja nur die Matrix auf. So, und ja genau, wir sollten natürlich auch mal schauen, so sieht ja die Welt jetzt aus für unseren Algorithmus im Moment. Ja? Und jetzt stehen wir hier an der Stelle und fragen uns, was soll da rein? Also, I gleich 2, J gleich 3 und jetzt lassen wir K laufen von 1 bis 2. So, und K gleich 1, für K gleich 1 schauen wir an Regeln, wo der linke Nachfolger in CYK von, was haben wir, I gleich 2 und 1 ist. Ja? 2, 1. Wir schauen dieses Element an. Und wir schauen an I plus K, J minus K. Also, I 2 plus 1 ist 3. Also wir schauen an CYK von 3 und J minus K. 3 minus 1 macht 2. Also 3 und 2 müssen wir anschauen. Also, erster Index 3, zweiter Index 2, das hier. Ja? Also wir schauen uns so eine Regel an. Gibt es auch keine, weil hier nichts drin steht. So, und im nächsten Schritt schauen wir uns an hierher und daher. Also das wäre die Alternative. Eine Regel mit SB auf der rechten Seite. So, wie ist denn das? Haben wir das? Ja, C-Pfeil SB. Also schreiben wir hier ein C rein. In der dritten Ebene, also J gleich 3, beide Felder leer werden, dann könnte ich ja sagen, okay, ich breche den Algorithmus ab und... Genau, so ist es. Also wenn hier beide Felder leer sind, dann, das ist richtig, da könnte man quasi als Heuristik sagen, wenn ich in einer Ebene gar nichts drin habe, dann brauche ich nicht mehr weitermachen. Ja. Wichtig ist mir hier, es könnten hier jetzt auch zwei Variablen drinstehen. Weil wir haben ja zwei Varianten angeschaut, nämlich die und die. Wenn da jetzt was drin gestanden wäre, dann würden hier jetzt zwei Variablen drinstehen. Das ist durchaus möglich. Okay, und jetzt letzten Schritt sind wir dann bei J gleich 4. Und bei J gleich 4, da haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Ich gehe es jetzt nicht mehr im Detail durch mit allen Variablen. Und zwar Variante 1, ja, da nehmen wir jetzt mal ein paar verschiedene Farben. Blau, Rot und Gelb. Also, Variante 1 wäre das hier. Variante 2 wäre das hier. Und Variante 3 wäre das. Genau. So. Also Variante 1, da haben wir AC, Variante 2 haben wir nichts und Variante 3 haben wir auch nichts. Also wir brauchen eine Regel AC und die haben wir hoffentlich auch in unserer Grammatik. Jawohl, S-Pfeil AC. Also können wir hier ein S reinschreiben. Genau. Und weil wir jetzt eben hier ganz unten in unserem Eckfeld die Startvariable drinstehen haben,
gilt das Wort als abgeleitet. Ja. Und jetzt machen wir mal mit unseren Ableitungsbaum mit Weiß wieder rein. Das würde also tatsächlich so losgehen. Und dann hier geht es weiter so. Und hier so. Wichtig ist, der CYK-Algorithmus, der läuft quasi von oben bis runter durch. Und wir müssen nur sehen, steht am Ende hier das Startsymbol drin. Der liefert uns nicht vollautomatisch quasi den Ableitungsbaum auch schon mit. Ja? Insbesondere deswegen, weil der muss ja gar nicht eindeutig sein, der Ableitungsbaum. Wenn jetzt hier zwei Variablen drin gestanden wären, dann gäbe es ab hier zwei weitere mögliche Fortsetzungen. Also der Ableitungsbaum muss nicht eindeutig sein. So, gibt es an der Stelle jetzt noch Fragen zur Funktion, zum Verständnis? Okay, ja, dann stelle ich eine Frage, nämlich nach der Rechenzeit von dem Algorithmus. Wie ist denn die Komplexität? Also wie wächst die Rechenzeit? Ja, womit denn? Mit der Wortlänge, das ist klar. Also, wie hängt die Rechenzeit von der Länge des Eingabewortes ab, also von n? Genau. Sieht man relativ schnell, wir haben hier drei geschachtelte Schleifen. Ich meine, man würde es sofort sehen auf den ersten Blick, wenn alle drei Schleifen von 1 bis n laufen würden. Diese beiden, sorry, also erst einmal die hier, die läuft von 1 bis n. Ja? Die zweite von, über i, die läuft von n plus 1, Moment, die läuft von 1 bis n plus 1 minus j. Ist klar. Schauen Sie, die j-Schleife, die läuft tatsächlich, die läuft gleich lang wie die Wortlänge. Ja, das ist ja die Wortlänge n, j läuft tatsächlich bis n. Ja, das ist die hier. Dann die i-Schleife, die läuft nur noch bis zur Diagonalen, nämlich nur noch bis n plus 1 minus j. Ja? Und die K-Schleife, die läuft von 1 bis J. Naja, also das heißt, die K-Schleife, die ist praktisch gleich lang wie die I-Schleife. Die beiden sind gleich lang. Ja? Und im Mittel, wie lang sind die im Mittel? Naja, die sind im Mittel, haben die Länge n halbe. Ja? So kann man das jetzt sehen. Also die haben beide im Mittel die Länge n halbe und n halbe mal n gibt n hoch 3 mit irgendeiner Zahl im Nenner. Ja? Aber das ist ein konstanter Faktor mal n hoch 3 und damit haben wir eine n hoch 3 Komplexität. Ja? Ich meine, das kann man ausrechnen, indem man das schön als Summen hinschreibt, als drei geschachtelte Summen und dann sieht man es auch. Okay. N hoch 3 Komplexität. Also das ist schon nicht mehr so ganz ohne. Ja? Insbesondere quasi, wenn ich jetzt ein Wort habe, das doppelt so lang ist, dann braucht der CYK im Worst Case 8-mal so lang. Ja. Gibt es da dann noch eine verbesserte Version oder ist das eine Version? Naja, von dem CYK-Algorithmus kenne ich jetzt keine besseren Varianten. Ne? Ich meine, es gibt natürlich auch noch andere Verfahren, um das Wortproblem zu lösen. Ne?
Ja, ich meine, wir reden ja jetzt über kontextfreie Sprachen. Das ist ein Algorithmus, um das Wortproblem für kontextfreie Sprachen zu lösen. Und kontextfreie Sprachen, das ist tatsächlich die Klasse unserer Programmiersprachen. Also es geht um das Problem, um die Aufgabe des Parsens von Programmiersprachen. Und da haben wir jetzt einen Algorithmus mit kubischer Komplexität. Und ich denke, im Worst Case führt er keinen Weg dran vorbei. Warum ist es für Sie beim Software Engineering, also beim Entwickeln von Programmen, jetzt nicht so fatal? Also das würden Sie merken, wenn wirklich die n hoch 3 Komplexität durchschlagen würde beim Programmieren. Das heißt, wenn Sie ein Programm mit 1000 Zeilen Code schreiben, braucht Ihr Compiler vielleicht 10 Sekunden. Wenn das Programm 2000 Zeilen hat, würde das plötzlich 80 Sekunden brauchen. Ja? Also ein Programm doppelt so lang braucht 8-mal so lang, der Compiler. Ist tatsächlich nicht so. Sondern gefühlsmäßig würde man sagen, heuer, der braucht halt doppelt so lang, wenn das Programm doppelt so lang ist. Also irgendwie hat man das Gefühl, das geht mit linearer Komplexität. Woran liegt's? Es liegt daran, dass Sie gute Programmierer sind. Ja? Man müsste das tatsächlich mal ausprobieren, allerdings wäre das kein so ein großer Spaß. Und zwar, Ihre Programme, wenn die lang werden, also wenn die jetzt, sagen wir mal, über 1000 Zeilen Code, über 100 Zeilen Code rausgehen, dann tun Sie Ihre Programme natürlich strukturieren. Dann arbeiten Sie mit Unterprogrammen. Ja? Und wenn, sobald Sie mit Unterprogrammen arbeiten, sind wir natürlich hier nicht mehr in dieser n hoch 3 Komplexität drin, sondern der Compiler, der erkennt natürlich, aha, da habe ich eine Funktion und da habe ich eine Funktion und so weiter. Und der tut jede einzelne Funktion natürlich separat parsen. Ja? Und wenn Sie ein halbwegs vernünftiger Programmierer sind, dann gibt es eine Obergrenze für die Länge der einzelnen Funktionen. Ja? Und das ist dann quasi der Punkt, wo die n hoch 3 Komplexität aufhört. Ja? Wenn Sie aber jetzt hergehen würden und würden Ihren 10.000 Zeilen Source Code alles in ein einziges Hauptprogramm reinschreiben, ja? Dann wären wir natürlich da angelangt. Ja? Aber dann, ich mein, dann ist es sowieso besser, wenn der ein Compiler sagt, hey Junge, jetzt schreib mal ein ordentliches Programm. Wenn wir jetzt mehr Regeln haben, müssen wir auch mehr Regeln durchschauen, oder? Natürlich. Wird das dann, tut es sich auch auf die Zeit dann ein, oder wird das die Zeit auch noch beeinflussen, oder kann man so nachlässigen Gegensatz zu der Komplexität von den zwei? Ja, ne, ich meine, das stimmt. Ich meine, hier steht jetzt, ja, genau, da sieht man es auch schön. Hier, die Rechenzeitkomplexität T von N und P. Und hier, Mächtigkeit von P. Das ist die Zahl der Produktionsregeln. Ja? Und man sieht O von n hoch 3 mal die Mächtigkeit der Produktionsregeln. Also, genau. Also, wenn man jetzt. Nö, aber das macht keinen Sinn. Wir können nicht sagen, wir lassen diese Zahl proportional zu n wachsen. Das macht keinen Sinn. Weil die Grammatik, die steht ja fest. Ja? Wenn es um C-Programme geht. Für längere C-Programme wird die Grammatik nicht größer, sondern die ist immer fest. Ja? Also das sind tatsächlich zwei Konstanten, die sind unabhängig voneinander. Aber natürlich, wenn ich jetzt eine sehr komplexe Grammatik habe, dann ist klar, braucht der entsprechend länger. Ja? Und man sieht es ja auch hier im Source Code. Und zwar, wo haben wir es? Ja, also hier drin. Hier, ich nehme die Menge aller Variablen a, für die es eine Regel in p gibt. Das heißt, hier müssen wir p komplett durchsuchen. Und das geht linear in der Größe der Grammatik.
Genau. Ja, gut. Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen was dazu sagen, zu diesem n hoch 3. Weil das n hoch 3, das haben wir tatsächlich der Genialität dieser drei Erfinder zu verdanken von dem Algorithmus. Ja? Weil wenn wir, naja, wenn wir das jetzt naiv machen würden, dann hätten wir eine exponentielle Komplexität. Weil wir würden, naja, ich meine, gut, wir sollten jetzt nicht diese Matrix anschauen, wir würden starten mit dem Wort, das wir parsen wollen und würden rückwärts immer anschauen, was für Grammatikregeln kann ich anwenden. Ja. Wir würden, also genau, so, vielleicht schauen wir uns mal so ein naives Verfahren an. Wir würden ja rückwärts vorgehen, A, A, B, B. Und, naja, das gefällt mir nicht. Wir wenden rückwärts Grammatikregeln an. Also, wir schreiben das da unten hin. A, A, B, B. Und jetzt, wie könnte das entstanden sein? Ja? Also, da müssen wir natürlich jetzt hier unsere Regeln anschauen. Also, das heißt, wir schauen, ich meine, jetzt haben wir immerhin schon Chomsky-Normalform. Das heißt, wir überlegen, was können wir jetzt machen. Wir können natürlich eine von den beiden Regeln anwenden. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel hinschreiben A, A, B, B zum Beispiel. Dann im nächsten Schritt können wir zum Beispiel A, A, sorry, groß A, B, B, A, groß A, B, B, A, A, B, B, das ist alles noch nicht weiter tragisch, jetzt geht uns schon die Tafel aus. So, jetzt können wir schauen, haben wir hier was, da haben wir nichts, da haben wir was, oder? Ja, und da haben wir nichts. Also schreiben wir A und jetzt haben wir für das A, B, schreiben wir S. S, B. Und jetzt schauen wir, was können wir hier machen. Da haben wir AS, haben wir nichts. SB haben wir, oder? Genau, dann haben wir hier AC, oder? Ja, genau. Und dann, okay, einen Schritt weiter, hätten wir hier S. Ja, hat es ja doch noch die Tafel gereicht. Ja? Okay. So, ja gut, ich meine, man erkennt an dem Beispiel, wie gesagt, ich muss mir da ein besseres Beispiel noch überlegen, weil wir haben hier praktisch keine Verzweigungen. Ja? Es ist immer eindeutig bei dieser Suche. Aber sobald wir Verzweigungen haben, wenn wir hier irgendwo an einer Stelle mehrere Regeln anwenden können, dann verzweigt sich unser Baum. Ja? Dann kriege ich einen verzweigenden Baum, wenn wir das so naiv machen. Ja? Und dann kriege ich exponentielle Komplexität, weil dann muss ich ja im Folgenden immer zwei Bäume parallel, also zwei Teilbäume parallel betrachten und das führt sofort zur exponentiellen Komplexität. Und hier kriegen wir die exponentielle Komplexität nicht. Warum nicht? Weil wenn wir da zwei Alternativen haben, dann würde hier drin in irgendeinem Feld nicht nur S stehen, sondern zum Beispiel S, C. Wir schreiben in diese Matrix, in diese Dreiecksmatrix, in die entsprechenden Felder, schreiben wir dann mehrere Grammatikvariablen rein. Ja? Und weil wir eben in die Matrix hier mehrere Grammatikvariablen reinschreiben
Und die stehen aber immer alle in einem Matrixelement drin. Dadurch spannt sich jetzt nicht exponentiell ein Suchbaum auf, sondern das macht ja unser CYK-Algorithmus. Der geht dann die Matrix, also diese Matrixelemente einfach nochmal durch. Ja? Und das kriegen wir hin mit einer n hoch 3 Komplexität, das haben wir ja gesehen, und multipliziert mit der Größe der Grammatik. Also ist klar, ich meine, hier können natürlich dann viele Grammatikvariablen drinstehen. Und das kommt natürlich als Faktor noch mit dazu, aber das ist alles. Aber einen exponentiellen, explodierenden Suchbaum kriegen wir deswegen nicht, weil wir immer diese Matrixelemente updaten. Ja? Und das ist genau der Trick bei der dynamischen Programmierung. Und das, wir werden das später ja nochmal zusammenfassen. Bei allen Algorithmen der dynamischen Programmierung ersetzen wir eine kombinatorische Suche dadurch, dass wir irgendwo in so einer Matrix irgendwelche Werte updaten. Was für Algorithmen kennen wir schon? Wir kennen ja aus KI die Wertiteration, genau. Die Wertiteration, und bei der Wertiteration habe ich ja auch so eine Zustandsmatrix, und in dieser Matrix für jeden Zustand schreiben wir so einen Zahlenwert rein, und der wird in jedem Durchlauf von der Iteration aktualisiert. Ja? Wir könnten alternativ auch einfach Tiefensuche machen, aber dann hätten wir exponentielle Komplexität. Ja? Was kennen wir noch? Diesen Dynamic Time Warping Algorithmus. Und auch bei dem ist es so, da haben wir ja auch so eine Matrix, also das ist diese Matrix, die entsteht, wenn wir die beiden Pfade quasi als Rechteck darstellen. Und dann tun wir da irgendwelche Pfadlängen aufsummieren, aber wir gehen wirklich nur diese Matrix durch und probieren nicht komplett den Suchbaum durch. Und hier wieder das Gleiche. Ja? Also Dynamic Programming, dieses Dynamic meint, wir haben so eine Matrix, und die Matrix-Elemente, die tun wir dynamisch immer wieder updaten. Ja? Genau, und wir werden demnächst noch einen weiteren Algorithmus kennenlernen, bei dem wir auch wieder solche Matrix-Elemente aktualisieren. Gut, okay. Ja, damit sind wir jetzt in unserem Schnelldurchlauf auch schon wieder fast durch mit den kontextfreien Sprachen. Und wir machen uns jetzt noch Gedanken zu den Abschlusseigenschaften. Also, wir stellen uns die Frage, ist die Vereinigung zweier kontextfreier Sprachen wieder kontextfrei? Also, wir haben zwei Grammatiken, G1 und G2. Und jetzt fragen wir uns, ist die Sprache L von G1 vereinigt mit L von G2 auch Typ 2? Und die Antwort lautet ja. Und das beweisen wir jetzt auch ganz simpel. Und zwar, ich schaue gleich mal das Ergebnis an. Und zwar, die Grammatik für die Vereinigungssprache, also G1 vereinigt 2, die können wir ganz simpel angeben. Also da haben wir die Originalgrammatiken. Ja? Und aus denen bauen wir eine neue Grammatik, indem wir die Menge unserer Grammatikvariablen, da nehmen wir einfach die Vereinigung. Ja? Also in der einen Sprache haben wir Variablen, in der anderen Sprache haben wir auch Variablen. Ist klar, wir müssen natürlich schauen, dass diese disjunkt sind. Also dass es da keine zwei Variablen gibt, die gleich heißen. Ja? Okay, dann vereinigen wir die. Das Sigma muss natürlich gleich sein. Ja? Dann die Produktionsregeln, die vereinigen wir auch. Wir nehmen alle Regeln aus der Sprache, alle Regeln aus der Sprache. Und dann brauchen wir noch eine zusätzliche Regel. Und zwar, ach so, halt, Moment, oh, da stimmt doch was nicht. Ja. Und zwar hier ist ein kleiner Fehler. Das ist nicht ganz richtig. Und zwar, das muss heißen, wie muss es denn heißen?
Schauen Sie, wir tun hier eine zusätzliche Regel dazu. Ne, zwei Regeln. Und zwar, wir fügen ein neues Startsymbol S ein und sagen S-Pfeil S1, das ist das Startsymbol der ersten Grammatik, und die Regel S-Pfeil S2. Also von unserem Startsymbol können wir in die Grammatik reingehen und die Regeln anwenden, oder wir können in die Grammatik reingehen und all die Regeln anwenden. Und da wir jetzt ein neues Startsymbol haben, müssen wir natürlich in unserer neuen Grammatik hier das hier ersetzen durch V1 vereinigt V2 vereinigt Menge mit dem Element S. Dieses neue Startsymbol muss natürlich in die Variablenmenge noch mit rein. Also das ist die neue Variablenmenge und das Startsymbol ist S. Naja, und was kann ich mit der Grammatik machen? Mit der Grammatik kann ich alles ableiten, was ich mit der ableiten kann, und alles, was ich mit der auch ableiten kann. Und damit ist es natürlich die Vereinigungssprache. Ist das klar? Ganz wichtig. Also ganz elementare Geschichte, wie wir aus zwei kontextfreien Grammatiken eine neue erzeugen können, die die Vereinigungssprache erzeugt. Okay. So. Wie schaut es beim Produkt von zwei kontextfreien Sprachen aus? Also die Produktsprache, das ist ja die, bei der ich Worte aus der ersten Sprache einfach mit Worten aus der zweiten Sprache aneinander hänge. Naja, das geht mit genau dem gleichen Trick, bloß dass wir hier nicht oder reinschreiben, sondern S1, S2 hintereinander hängen. Ja, also genau das gleiche, bloß hier S1, S2. Damit kann ich natürlich alle Worte erzeugen, bei denen der erste Teil aus der ersten Sprache und der zweite Teil aus der zweiten Sprache stammt. Okay, klinische Hülle. Wie schaut es mit der klinischen Hülle aus? Also ich habe eine Sprache oder eine Grammatik, G1. Naja, das geht jetzt auch wieder ganz analog. Wir nehmen ein neues, auch wieder für fügen ein neues Startsymbol S ein und tun jetzt so eine Regel dazu, das heißt S1. Ja? S1 ist das Startsymbol unserer Originalgrammatik hier. Und wann immer wir was quasi, ja, wir können rekursiv immer wieder unsere Grammatik anwenden und ein Wort aus der Sprache 1 hinten dran hängen. Genau. So, was gibt es noch? Ja, der Schnitt von zwei kontextfreien Sprachen. Der ist nämlich keine kontextfreie Sprache mehr. Ja? Warum? Und zwar, hier haben wir jetzt ein Gegenbeispiel. Hier haben wir ein Beispiel von zwei kontextfreien Sprachen, deren Schnitt eben nicht mehr kontextfrei ist. Und zwar, wir schauen die Sprache L1 an, A hoch I, B hoch I, C hoch J. Übrigens, warum ist denn das eine kontextfreie Sprache? Warum ist die kontextfrei? Und übrigens die zweite, schauen wir die gleich auch noch an. A hoch J, B hoch I, C hoch I. Warum sind das beides kontextfreie Sprachen? Das ist natürlich erst einmal wichtig für das Folgende. Was für Sprachen kennen wir denn schon kontextfrei? Da kennen wir doch schon so ähnliche. Genau, ja, so ist es, das kennen wir doch schon. Also A hoch N, B hoch N.
Ja? Die war kontextfrei. So, und jetzt haben wir ja sowas wie a hoch n, b hoch n, c hoch j. Ja. Warum ist das jetzt auch kontextfrei? Das Kritische wäre übrigens sowas. Das ist nicht trivial. Das ist nicht trivial. Weil da muss ich dafür sorgen, dass ich gleich viele A's wie B's habe und muss mir dann irgendwie merken, ja, wie viele waren das, um gleich viele C's nochmal zu erzeugen. Aber das hier ist trivial. Vielleicht überlegen wir uns nochmal, mit welchen Regeln erzeugen wir denn das da? Wie schaut die Grammatik aus, nur für den linken Teil? Haben wir beim letzten Mal auch schon besprochen gehabt. Also nochmal, wie war das? Ich würde übrigens lieber hier ein S nehmen als Variable. Ja? B-Pfeil Epsilon oder? Oder A klein A groß B oder? Ja, groß B, B klein B. Ja. Also so können wir es machen, aber wir können es noch einfacher haben. Also wir können es mit einer Regel weniger haben, indem wir hier gleich wieder unser S hinschreiben. Und dann brauchen wir das nicht. Okay? Gut, also dann. Das wäre eine Grammatik hierfür. Und jetzt sollen wir die Grammatik noch ein bisschen erweitern, sodass wir das C hoch J auch noch reinkriegen. Was brauchen wir noch dazu? Brauchen wir hinten noch eine zweite Variable. Also hinter dem B, oder? Mhm. Zum Beispiel C, großes C oder so. Und das C tun wir dann auf J ableiten. Also Vorschlag für eine Regel. Klein a. Ja. Dann brauchen wir praktisch das. Jetzt brauchen wir einen anderen. Also jetzt brauchen wir ein B. Wo? Da hinten dran oder was? Genau, also hinterm A brauchen wir ein großes B. Ein kleines B. Und jetzt noch ein C, damit wir die Cs. Also ein großes C, damit wir die Cs dranhängen können. So. Genau. Also jetzt, wie geht's weiter? Kleines C noch. Wo? An die zweite Zeile. Da. Ja.
dann C nach C-Strich. C, klein C. Groß C, klein C, so. Nee, nur klein. Stimmt, dann Groß C, klein C. Dann O das leere wird. Und B nach klein A, Groß B, klein B. Ja, aber dann würde ich erst einmal die Regel gleich mal wegstreichen. Ja. Die brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Ja? Ja, also ich glaube, das ist in Ordnung. Ja. Also ich meine, mit der Regel können wir quasi da hinten dran beliebig viele Cs erzeugen, also über die Variante hier. Und da können wir rekursiv ABs erzeugen. Und zwar, die Zahl der AB-Paare ist unabhängig von denen hier. Ja? Genau. Ja. Ja, ich meine, jetzt können wir uns ja vielleicht gerade doch neu überlegen, wie wäre es denn mit dem N hier? Also mit denen nicht, oder? Weil dann müssten wir ja zählen, wie oft wir die B auf A, Groß B, Klein B angewendet haben und danach genauso auch die C-Regel anwenden, oder? Deswegen geht es mit der jetzt. Ja, eben, genau. Also weil wir hier zwei verschiedene Variablen haben. Ich meine, wir könnten ja überlegen, wie wäre es denn, wenn wir die Regel ersetzen durch S-Pfeil A, B, B, ja und jetzt der B, C. Ich meine, wenn wir das hier koppeln würden irgendwie, aber es nützt auch nichts. Also das, ja, ich meine, vor allem bringt es ja nichts, weil mit der B-Regel erzeugt man ja A-B-Paare. Und hier wollte man ja eigentlich Cs erzeugen. Also das ist irgendwie, das kriegt man nicht hin. Ja? Okay, ich meine, wir werden jetzt nicht so schnell beweisen, dass das nicht geht. Ja? Also dass das nicht geht, wird tatsächlich mit dem Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen bewiesen. Das haben wir ja weggelassen. Okay, so, um was ging es uns denn jetzt eigentlich? Also erst einmal, was wir jetzt gezeigt haben, ist, das hier ist tatsächlich eine kontextfreie Sprache. Ja? Das kriegen wir hin, dafür haben wir diese Grammatik uns aufgeschrieben. Ja? Das heißt, das was hier steht, nämlich A hoch I, B hoch I, C hoch J, ist eine kontextfreie Sprache. Und analog können wir natürlich A hoch J, B hoch I, C hoch I auch als kontextfreie Sprache haben, und zwar indem wir das einfach da vorne hinnehmen. Ja? So, also das ist eine kontextfreie Sprache und das ist auch eine kontextfreie Sprache. So, und jetzt die Schnittsprache. Was ist denn der Durchschnitt aus der Sprache und der Sprache? Naja, ist klar, der Durchschnitt ist natürlich A hoch I, B hoch I, C hoch I. Ja? Also gleich viele A's, B's und C's. Und das ist eben keine kontextfreie Sprache mehr. Wie gesagt, mit dem Pumping-Lemma für kontextfreie Sprachen kann man das beweisen, dass die Sprache nicht mehr kontextfrei ist. Also haben wir jetzt ein Beispiel von zwei kontextfreien Sprachen, deren Durchschnitt nicht mehr kontextfrei ist. Also das heißt, hier lautet die Antwort Nein. Ja? Genauso für das Komplement einer kontextfreien Sprache lautet die Antwort auch Nein. Ja? Also was ist das Komplement? Ja, das Komplement ist ja Sigma Stern ohne L1. Also wir haben eine kontextfreie Sprache L1 und nehmen Sigma Stern ohne L1 und das ist auch keine kontextfreie Sprache mehr. Ja, warum? Und zwar, das führen wir zurück auf die Schnittbildung. Wir wissen, der Durchschnitt von zwei kontextfreien Sprachen ist nicht mehr kontextfrei. Und damit ist das Komplement auch nicht mehr kontextfrei.
weil ja, wegen dieser Gleichung. Wir können ja sagen, L1 geschnitten, also der Durchschnitt von L1 und L2 ist, das ist wie in der Logik auch, also quasi, wenn ich nicht A und B habe, dann ist es nicht A oder nicht B und dann nochmal nicht obendrauf. Ja? Und genau das Gleiche gilt für die Komplementbildung. Ich will das jetzt nicht beweisen, das können Sie relativ leicht herleiten. Ja? Also, L1 geschnitten mit L2 ist das Komplement von L1 vereinigt mit dem Komplement von L2 und davon wieder das Komplement genommen. So. Die Vereinigung zweier kontextfreier Sprachen ist wieder eine kontextfreie Sprache, oder? Langsam halt. Ja. Wir wollen, genau. Wir wollen zeigen, dass das Komplement von einer kontextfreien Sprache nicht mehr unbedingt eine kontextfreie Sprache ist. Genau, und wir bilden jetzt das Komplement von L1 und das Komplement von L2, vereinigen die und bilden nochmal das Komplement. Das heißt, wir können durch die Operationen Vereinigung, und Vereinigung ist ja, haben wir gesehen, kein Problem. Vereinigung bleibt kontextfrei. Also wir bilden zweimal das Komplement und dann tun wir vereinigen und dann bilden wir nochmal das Komplement. Und das ist nichts anderes als eine Durchschnittbildung und die Schnittbildung ist nicht mehr abgeschlossen. Also ist das, was wir hier rechts gemacht haben, auch nicht mehr abgeschlossen. Und das kann bloß an der Komplementbildung liegen. Also ist die Komplementbildung auch nicht mehr abgeschlossen. Okay, und damit können wir jetzt unsere Tabelle wieder anschauen. Ja, wir haben nicht alles selber nachgewiesen. Ja? Aber wir haben gezeigt, das Wortproblem ist entscheidbar mit Hilfe vom CYK-Algorithmus. Die beiden haben wir nicht gezeigt, also Leerheits- und Endlichkeitsproblem sind auch entscheidbar. Interessant ist, auch das haben wir nicht gezeigt, das Äquivalenzproblem. Also wenn wir zwei Sprachen, zwei Grammatiken gegeben haben und dann die Frage, zwei kontextfreie Grammatiken, führen die zur gleichen Sprache? Und schon die Frage ist nicht mehr entscheidbar. So, jetzt Abschlusseigenschaften. Das haben wir tatsächlich alles gezeigt. Wir haben gezeigt, Vereinigung ist kontextfrei, Produktbildung und Sternbildung, das haben wir beides gezeigt. Und das haben wir auch gezeigt, dass die nicht mehr kontextfrei sind. Ja? Also da sieht man jetzt schon einen Unterschied zu den regulären Sprachen. Bei den regulären Sprachen waren alle Antworten noch mit Ja. Okay, damit machen wir Schluss für heute Morgen. Okay.